Sofort! Eine Militäreinheit wurde geschlagen! Alles klar! Wie ihr wünscht! Jawohl! Und auf rumstehen und sterben ist aber keine gute Idee. Jawohl! Hi! Ernsthaft, was machen wir dem Bogenschützen? Es gibt kein Zurück! Leute, was habt ihr für ein Problem, ey? Verstanden. Schon unterwegs. Nicht aufgeben! So, Medizinkarren, weil Nahrungsprobleme. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wo sind hier Gegner? Angriff! Ach, da. Nicht aufgeben! So, 3 Steine für das Ding. Das Lagerhaus ist voll. Ja, schön. Hurra! Ihr habt alle Trebuchets vernichtet und die Belagerung beendet. Juaha kann wieder in Frieden leben. Wie ihr wünscht! Jawohl! Ja, das Heilmittel gegen die Seuche haben wir eigentlich. Verstanden. Von dem ich veralbern. Kämpft. Verstanden. Wie ihr wünscht. Um euer Leben. Auf euren Befehl. Verstanden. Sofort. Alles klar. Jawohl! Schon unterwegs! Kämpft um euer Gott, verdammtes Leben. Unsere Truppen werden angegriffen! Verstanden. Alles klar. Schon unterwegs. Hi. Hi! Hi! Alles klar! Schon unterwegs! So, ich bin doch beim Kloster, oder? Ihr habt uns Frieden gebracht und verdient unsere Hilfe. Nehmt dieses Heilmittel und ihr werdet in der Lage sein, selbst Medizin für eure Siedler herstellen zu können. Wir danken euch und dem Orden von Galen für dieses Heilmittel. Nehmt das Heilmittel und peppelt damit eure ach so kostbaren Siedler auf. Erstickt daran, wir sehen uns wieder. Ja. So, besseres Ending. Oh, Tios. Kommt schon als nächste Mission. Naja. Was ich eigentlich gerade mal gucken will, freies Spiel. Heiß, gemäßigt, kalt, warm. Ah. Gut. Das heißt, das hier müsste jetzt warmes Klima sein und kein heißes, aber auch kein gemäßigtes. Werden wir sehen. Ja, Tios ist nach Sedir die einzige wirklich schwer schlimme Mission. Also ich glaube, Janoub haben wir bereits abgeschlossen. Bin mir aber nicht so sicher, ob es da nicht doch noch eine dritte Mission gab. Werden wir sehen. Jetzt erst einmal Tios. Starten. Missionsbeschreibung. Euer Majestät, dies dürfte euch interessieren. Habe ich euch schon von dem Stadtstaat Tios berichtet? Ein großartiger Ort.
Früher war Tios aufregend, reich und korrupt. Inzwischen? Nun, die Zeiten ändern sich. Jetzt will man dort mit einem großen Turnier zu altem Glanz zurückfinden. Doch dazu ist Hilfe nötig. Der Kastellan von Tios ist eine gefährliche Wette mit dem Roten Prinzen eingegangen. Er behauptet, er könne aus dem Stand ein Turnier organisieren. Doch der Kastellan ist nicht dazu in der Lage, das Turnier vorzubereiten und gleichzeitig seine Stadt zu regieren. Er bittet uns, die Verwaltung von Tios zu übernehmen, während er das Turnier organisiert. Wenn der Kastellan seine Wette verliert, übernimmt der Rote Prinz die Kontrolle über Tios. Ist er aber erfolgreich, so gewinnen wir einen neuen Verbündeten. Der Kastellan von Tios hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Er muss diese Wette gewinnen. Ja, das ist die nächste Zeitlimit-Mission, also die einzige nächste Zeitlimit-Mission. Und mal gucken, welchen Ritter wir schicken. Tios war einst eine ruhmreiche Provinz. Ich würde gern mit meinen eigenen Augen sehen, wie die Mächtigen gefallen sind. Euer Majestät, Tios ist korrupt und gefährlich. Deshalb sollte jemand gehen, der die Tücken der Welt kennt und ihnen begegnen kann. Jemand wie ich. Mhm. Ich wollte schon immer an einem Turnier in Tios teilnehmen. Lasst mich meine Ritterkunst auf dem Turnierplatz zeigen. Euer Majestät, Tios ist korrupt und gefährlich. Nur ein reines, unverdorbenes Herz kann dort bestehen. Warum auch immer. Es geht um ein Turnier. Doch wir haben keine Zeit für Spiele. Der Rote Prinz schmiedet Pläne, während wir noch zögern. Sendet mich. Nein, ich send Marcus. Der direkte Weg ist immer der beste. Der Kastellan von Tios hat sich auf eine waghalsige Wette eingelassen. Wenn er nicht schnell ein Turnier ausrichtet, wird er Tios an den Roten Prinzen verlieren. Er hat uns gebeten, Tios zu verwalten, während er das Turnier vorbereitet. Die Gesundheit der Siedler ist unser höchstes Gut. Wenn wir eine Kräutersammlerhütte bauen, können wir Heilkräuter sammeln, aus denen sich Medizin herstellen lässt. Ja. Ich bin verzweifelt. Tios ist ins Chaos gestürzt. Die Siedler leiden an der Seuche. Ich muss das Turnier vorbereiten, aber die Siedler brauchen Hilfe. Oh bitte, was können wir tun? Mehr Fisch. Mehr Fisch ist immer gut. Und natürlich mehr Holz. Und Jagdwild. Und ja, eine Stunde haben wir Zeit. Ups. Eine Stunde haben wir Zeit. Bevor es den Bach runtergeht. Hätten wir schon mehr die Kräuter? Nein, haben wir noch nicht. Also ja, wir müssen erstmal das Bedürfnis nach Kräutern erfüllen, während wir, wie ihr wünscht, Marcus mal erkunden gehen lassen. Das Kloster handelt mit uns, ja, würde uns sogar Kräuter schicken. Wir haben auch einen Hafen mit als Handelspartner. Und natürlich den Turnierplatz selber. Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs. Marcus ist auch von Anfang an Baron hier. Gucken wir mal, wie viele Holzfäller haben wir. Da einen und da einen. Da geht noch einer. Hier zum Beispiel. Oder hier. Ja, hier. Endlich den Kräutersammler ausbauen. Wir brauchen Medizin und wir brauchen sie schnell. Bär. Alles klar.
Schon unterwegs. Also was, Marcus, deck erstmal den Rest auf. Einmal im Uhrzeigersinn herum. Ja, Hygiene sinkt. Wir haben noch immer keine Kräuter, aber ich sollte schon mal die Kräuterhütte errichten. Weil davon haben wir auch keine, gell? Nein. Wir haben vieles und doch gar nichts in Wirklichkeit. Jawohl. Alles klar. Banditenlager. Wir haben nun Heilkräuter. Jetzt können wir Apotheken bauen, um Medizin herzustellen und unsere kranken Siedler zu heilen. Unsere erste Apotheke ist bereit und wird mit der Produktion der Medizin beginnen. Wir müssen jeden Siedler von dieser Seuche heilen. Damit uns dies gelingt, benötigen wir genug Medizin für alle. So, erstmal die Gebäude da ausbauen. Dann gucken wir mal nach... Was sollen wir mit einer Käserei, wenn wir keine Kühe haben? Verstanden. Jawohl. Hier würden wir Eisen herkriegen, aber Eisen ist nicht so wichtig. Stein wäre wichtig erstmal. Jawohl. Haben wir überhaupt Räuchereien? Käser, Bäcker, Metzgereien. Ja, eine Räucherei. Zwei Räuchereien haben wir. Haben sogar schon Kasernen, nur keine Schwertkämpfer dafür. Oh, bitte schrafft Kräuter ran. Schon unterwegs. So, hier ist noch ein großes Banditenlager. Immer noch kein Stein. Verstanden. Verstanden. Ei! Verstanden. Hier wäre Stein, aber... Sofort. Dafür müssten wir wirklich erst die Banditen auf loswerden. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Jawohl. Wie ihr wünscht. Also bräuchten wir jetzt doch erstmal Eisen. Und ja, hier sieht die Burg auch wieder anders aus, weil wir im heißen, nicht im gemäßigten Klima sind. Und ja, die Ruine kann ich nicht einnehmen, weil da Banditen im Weg sind. Ja, Apotheker. Okay, die Leute werden langsam. Unsere Burg wird immer prächtiger. Ich sehe Punkte vor meinen Augen. Seht ihr sie auch? Mein Haus muss dringend geputzt werden. Ja, Reinigungsgüter, das ist dann das nächste, worum wir uns kümmern müssten. Wir stellen, glaube ich, nicht mal welche her. Ändern wir das mal. Also fangen wir schon mal damit an, das zu ändern.
Und dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle Quick Save machen. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. So, also bis gleich.